Gifts of plunder bring allegiance. Bought loyalty is still loyalty. Bei dem Betrag. Navigating. Fluch der Kanone der Königin, Ritus freigeschaltet. Aha, das ist die. Ja, das gucken wir nachher gleich an. Count Noctilus reigns. Ich weiß nicht, ob ich hier unten irgendwie weitergehen soll. Oder oben irgendwie weitergehen soll. Bis sogar bis hier, ja. Machen wir das. I will not obey! Dreadfleet Command! Flotilla of the Damned. Death and destruction. Ocean Carol. Show them real. Immer sie gleich alle. Ich brauche die Queen Bess, dann habe ich richtig Spaß. Machen wir gleich. Es hat halt eine Weile gedauert, bis wir so weit waren, die zu kriegen. Aber immerhin, jetzt haben wir sie, sehr schön. Das ist nicht so eine gute Stelle. So. Da setzt sich alles in Bewegung. Schade. War leider das Hörbar. Einfach fester drauf.
Ich mag die Kolosse. Ich mag die einfach. Schön. Einfach ein Schild geschlagen hier. Ja, ich muss nicht viel erklären, oder? Ich meine, es selbst erklären, was passiert. Halten wir jetzt nicht hoch, wenn sie schon angeschwächt sind. Die Kanonen haben ordentlich ausgedonnert. Und meine Kolosse halt, die kannst du einfach nach vorne schicken und die ballern während dem Laufen. Das ist super geil, super angenehm. Direkt im Dings raushauen. Nochmal? Not likely. Sigma forbids this. Wie häufig wirst du dann noch fliehen? Dann hätte ich doch weitergekämpft, wenn ich das gewusst hätte. Gut, dann ein weiteres Mal, ne? Bringer exotischer Güter. Wir machen es schnell, weil, ja. Sind so gut. Die Kolosse sind einfach so gut, ehrlich. Bum bum. Here we go. Ich will nicht, dass sie nochmal fliehen können, deswegen laufen wir jetzt einfach nach und schießen drauf. Nicht, dass wir den gleichen Salat wieder haben wie vorhin. Wieder entkommt dann nicht nochmal. Ich kann eh nicht mehr weiter nach vorne.
Jetzt muss aber. Er muss fertig sein. Er muss tot sein. Er hat nichts mehr hier. Ist alles fertig. Finito. Tot. Wow. Mit was? Mit einer Kanone? Another faceless servant. Noctilus. I will not obey. Ich fahre hier hin, um ihr die Kolosse zu bringen, die drei. Und dann baue ich neue. Beziehungsweise, wenn ich da drin bin, gucken wir dann allgemein wie. Auch wenn ich hier eigentlich noch weiter plündern möchte. Aber die soll auch eine anständige Armee kriegen, damit die auch was machen kann. Ist ansonsten doof. Was haben wir hier? Das noch. So wie schön, das mehr geht noch nicht. Admiral of the Fleet. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht. Flotilla. Was wird das nächste sein, was sie hochziehen? Obwohl hier mit 12 ich das was sinnvoller finde. Infamie pro Runde. Ah, das ist interessant. Interessant. Da kriege ich noch eine Fähigkeit mitgeliefert, sozusagen. Ich könnte theoretisch auch einen General hier rufen und den dann dazu veranlassen. Nee, das ist klar. Zu schnell hier drüben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier dann wirklich machen will. Das nicht. Wir haben echt viel Kohle gekriegt durch diese Mission, ne? Das ist schon heftig. Ja, wir haben wieder zig Schatzkarten, nur ich keine Ahnung mehr, wo was ist. Das bringt mir leider Gottes nicht so wahnsinnig viel. Rüstungsdurchdringende Geschosse. Na, mal gucken. Oh, den Ritus nicht vergessen. Oh, ich trottel. Ja. Die Deckenschützen sind nice. Ich baue nachher mal ein paar Sachen und mal gucken. Die sollen sehr weit kommen, habe ich gesehen. Aber ist nur ein 60er Trupp, glaube ich. Sind also nicht so wahnsinnig viele. Vielleicht, weil ich auch Lösegeld gezahlt habe, dass ich die Gefangenen immer freigelassen habe, dass sie natürlich dann immer wieder ihre Leute gekriegt haben und deswegen nochmal eins weiter fliehen konnten, noch eins weiter fliehen konnten, noch eins weiter fliehen konnten. Be calm for now.
Und wir machen das jetzt einfach noch kurz, weil... Ja, das ist lachhaft. Das ist lachhaft, dass sie so viel Schaden gekriegt haben. Totaler Quatsch. Ist er mich am Verfolgen hier oder was macht er? Ja, der kommt zu schnell, kommt er eh nicht runter. So, also. Ich mache den Ritus erst, wenn die hier ist. Drei Runden kann ich hier Dings bauen. The seas are my domain. Ja, noch ein Schatz irgendwo in der Scheiße. Ja, das hält 10 Runden. Jede Armee erhält die Möglichkeit, eine Queen Bess zu rekrutieren. Wir sind bei 2023. Ich könnte theoretisch noch einen General rufen. Hier. Machen wir. Und dann gebe ich dem auch noch eine Queen Bess, weil wenn ich das eh, wenn ich da eh nicht so viele machen kann, dann kriegt jeder was. Und dann ist gut. Ein bisschen was. Sind so diese hässlichen fetten Kolosse. Teidiger, ja. Nur eine haben. Naja, pro Armee stand da. Dachte ich. Ich sehe es gleich. Dann habe ich halt die Infamie für nichts ausgegeben, aber egal. Einfach irgendwo an Land gehen und da einfach drüber rennen. Alles einnehmen. Beg for your life. Du bist nicht bereit, einen Haufen Geld dafür zu zahlen, dass wir Frieden haben. Deswegen habe ich kein Interesse, Frieden mit dir zu haben. So einfach ist das. An welcher Technologie war ich nochmal dran? Das hier, ne? Ja, Mission fehlgeschlagen, sorry. Aber das ist totaler Quatsch. Schon überhaupt die Idee. Totaler Quatsch. Ich könnte eigentlich auch mal so einen fertig machen, ne? Naja, wenn ich mir per Zufall das nächste Mal über den Weg läuft. In 2 Runden. Das steht hier. Jede Armee erhält die Möglichkeit, eine Queen Bess zu rekrutieren. Ja. Master. Oh,
Dann muss ich warten, bis die die Ruinen untersuchen kann. Alles klar. So. Hier haben wir einen legendären Status. Oh, kostet aber auch ziemlich viel, den zu halten, ne? Weiß nicht, ob das finanziell aufgeht, tatsächlich. Wahrscheinlich nicht. Roar! Har! Ich verstehe schon, ich verstehe den Wink. Hallöchen! Tja, wir werden es dann gleich sehen. Beziehungsweise wir müssen gleich gucken, wie ich das finanziell überhaupt mache. Weil das doch relativ schwierig werden kann jetzt. Ob ich dann sage, ich nehme die Horden der Zombie-Piraten einfach hin und die werden ein bisschen vor sich, sozusagen vor sich hin blubbern. Admiral of the Fleet. Oder halt nicht. Schwierig, schwierig. Fury. Yes. Das war zu erwarten. Wir machen nur 300 Umsatz, das ist nichts. I hunger for blood. Wait for dusk. Also sozusagen die Zombie-Piraten als Fraß und die Artillerie einfach, um das wegzubomben. Und dann kann ich die Zombie-Piraten, also diese Horde, einfach jederzeit wieder rekrutieren, weil die sind ja auch zum, also aus Toten erwecken. Es, im Prinzip ist es Müll. Also es ist es laufender Fleischmüll. Wie in der Wurstfabrik. Nein. Alles klar. Ob ich doch nochmal hoch soll zu den Echsen da mit ihm oder nicht? Schwierig, schwierig, was soll ich tun? Schon ewig nicht mehr hier drinnen, ne? So, lokal können wir das alles rekrutieren. 3 hier. Die kosten mich 380 pro Ding. Gehen wir von 400 aus. Das sind 1200. Das sind 2400. Das ist die gesamte Kapazität. Dann kriegt jeder 2. Dann bin ich bei 1200 minus. Das ist tragbar, doch. Das ist tragbar. No prey, no pay. The seas are my domain. Blood and plunder.
Dread fleet. Darkness comes. Und danach gucken wir gleich, was die Queen Bess kostet. Bring ruin. Admiral of the fleet. Admiral of the fleet. Swiftly now. Sieht gut aus. Burn the coastlines. Mörser. I have sailed the world. Ach so. Okay. I am waiting. Na, das, da bin ich jetzt aber gespannt drauf. Das ist falsch beschrieben. Das ist er falsch beschrieben. Weil es steht halt klar, jede Armee hält die Möglichkeit... Nein, okay, nein, stimmt. Jede Armee hält die Möglichkeit, eine Queen Bess zu rekrutieren. Also jede Armee kann eine rekrutieren... Aber es kann insgesamt nur einer rekrutiert werden. Das wird hier nicht erwähnt. Das ist nicht prinzipiell falsch. Es ist nur nicht komplett korrekt. Alles klar, es ist eine legendäre, es ist eine legendäre Einheit. Ja, jetzt ist klar. Doch, ist klar. Okay. Die kosten 78 Unterhalt. Das ist nahezu nichts. It is your decision. Hier bauen die auch zwei Mörser ein, die 200 kosten. Den Rest decken wir damit. Yes. Jetzt werden wir wahrscheinlich werden wir auf einen Schlag brutal arm. Okay. Kolosse, dann haben wir eine mehr oder minder fixe Armee. Hier bauen wir noch zwei Dings ein. Es wird teuer. Wir werden dann gleich über Plünderung irgendwas managen müssen. Ja, was hatte ich ausgerechnet? 1200 plus die kleineren 1200. Ob du dir das leisten kannst mit den beiden. Das weiß ich gar nicht. Flotilla of the Dawn. Wir probieren es einfach aus. Captain on deck. Hier haben wir 4 Runden, bis wir das machen können. Next time. So. Kurz das hier. Ich meine, wenn die schon in der Nähe sind. Er braucht eh 2 Runden, die Kolosse fertigzustellen. Und dann teile ich sie auf. Ich mache 2, 2, 2. Mein General kriegt halt keine Mörser. Das macht nichts. Er ist eh am stärksten aktuell. Die anderen müssen ein bisschen besser ausgerüstet sein. Und dann haben wir viel Artillerie mit trashigen Mobs und den Chefs.
die Zauberei wirken können. Und unter Umständen noch mehr trashige Mobs herbeiholen können. Das müsste gehen. Müsste eigentlich gehen. Deliver your message, Alarm. Wie wär's? Ja, also, aber dann mehr. Gut, okay. Once you die, your body shall be enough. Das kann ich machen, wenn du mir einfach mehr Geld gibst. Oh, du scheinst echt im Bedrängnis zu sein, ne? Das nutzen wir mal aus. Tausender? Schön, dann sind wir ein bisschen Cash wieder, ein bisschen was auf Vorrat. My skills increase. Rang bei Rekrutierung 5 aller Infanterieeinheiten oder nichts als tot machen wir rein. Noch gegen Panzerung. Wie er schafft. So kurz das. Ich will hier nach hinten, nämlich. Sea Dog. Fire well, plotting a course. Gut. Serve for eternity. Heave ho. Death and destruction. Sehr schön. Also, 1200, wir gehen ins Minus tatsächlich, das ist nicht so gut. No trade, no pay. Round the world. The seas are my domain. Oceans terror. Aber ich habe nicht mit 400 gerechnet, ich habe mit tieferem gerechnet. Stimmt, es ist nicht ganz dieser Betrag. 500 machst du hier. Wo ist Caron Carr? Wie ist das aufgeteilt? Die Trümmer. Die Trümmerinsel. Könnte Caron Carr an der Spitze sein? Folgen wir den Straßen, ne? Hier ist eine Straße, die geht hier hin. Jetzt eine Straße, die geht hier nach hinten. Das heißt, hier hinten muss noch was sein. Und ansonsten hier hinten. Wo führt die Straße hin? Wahrscheinlich ist es in der Mitte. Aber hier ist definitiv noch mal was. Wir werden ihn hier überfallen. Wir werden hier runtergehen und hier einnehmen. Ich weiß nicht, wie die Konstellation aktuell ist. Die Zwerge werden sich zuerst freuen und nachher werden sie sich nicht mehr freuen, dass ich da bin. Oh, warte mal. Okay, ist egal. Good luck. Ja, das wird jetzt halt ein teures Unterfangen, weil ich ein bisschen was auf den Boden stampfen will und dann irgendwo was einnehmen gehen. Weil irgendwann müssen wir auch Gebiet einnehmen. Oh, etwas fällt mir aber ein. Ich sollte vielleicht gucken, wo ich was einnehmen will. Also, wo ich für den kleinen Sieg hin müsste. Das hat, wie viel hat sie gekostet? Keine 400, sondern 380. Knapp gereicht. Aber es ist halt, wir haben halt nichts mehr jetzt.
undead raiders. Sails up! Jetzt werde ich aber hier gleich ein bisschen Minus haben. Oh, ein bisschen viel. I thirst. The winds blow strongest at sea. Count Noctilus reigns. The fleet master has spoken. Undead despoilers. Ready the lever. Setting sail. Navigating. Burn the coastlines. Admiral of the fleet. Flotilla of the dark. Navigating. Blood kiss of the seas. Wir machen zu. Dann schiebe ich hier trotzdem den nach rüber. Catching wind. Count Noctilus reigns. And ready. Schwarzlichtturm. Das ist nicht den, den ich suche. Dann wird er hier hinten sein. Aber auch nicht an der. Also wenn er hier ist, ist super. Sehr schön. Wir bauen ihn dann nachher was auf. In zwei Runden. Bei dem Betrag holen wir 700, nicht ganz 650 holen wir raus. Das kann ich gut brauchen. Mit dem anderen General, den wir hier hinten haben, den ich ja jetzt wieder kurz aufgelöst habe, den holen wir später dann. Und mit der Armee hier. Damit gehen wir jetzt hier unten auf Raubzug. Aha! Ich freue mich. Oh, die machen hier auch Plus, ne? Wir kriegen gut Geld. Bring me trick. Stop this. Granted. Admiral of Khar, make your entreaty quickly. Such insolence. Gut. Wir gehen einnehmen. Und dann gucken wir, was die Queen Bess kann. Man denkt, ich müsste ich auch mal auf Raubzug gehen, die ganzen 8 Münzen sammeln. I feel
muss ganz kurz drüber gucken. Stimmt, ich wollte eigentlich noch allerdings den Krieg erklären. Da war noch was. Ahoi! Ahoi! Ahoi, ahoi! Zu wenig Cash. Den ich auch mal umnieten kann. Was meinst du, mein Freund? Bist du bereit? Not ever. Willst du deine stinkenden Ware nicht an meine stinkenden Zombies verteilen? Die würden sich freuen. Warte mal, ich hab doch hier eigentlich auch... Fackel von Bögenhafen. Es gibt eigentlich so viel zu holen überall. Blood and plunder. Dread Fleet. Ah, jetzt habe ich es, genau. Ich wollte noch jemanden in den Krieg erklären. Clan Skrüen. Zum Koko bis der Clan dann wieder. In fest me. Mit den Dark Problemen. Dark my mood. Ah, no. Wir haben ein bisschen Cash rausgedrückt. Und vor allem, jetzt können wir 50... Wir können jetzt 50% weiter reisen. Das ist ganz gut. Nagar. Hoffen mit Holz. 836. Die Hauptstadt des Imperiums liegt doch am Wasser, nicht? Das ist von hier nicht so weit entfernt. Ich denke, in Gar und Kar baue ich noch ein Dings auf. Und dann gehen wir da runter. Ich meine, diese paar Tausend darf man sich nicht entgehen lassen auf Dauer. See, Master. Außer dem Vermögen. Ein Vermögen. Hier unten müsste das sein, ne? Darkness come. Da, you seek help the von Caster. Not let my affirmation. Yes, Marathi will listen to your plea. How wicked. Das macht halt einfach so gut wie gar keinen Unterschied. Ne? No pay, no pay.
Weg! Einfach so. Flup. Navigating. So, meine Queen Bess. Du kommst zu meinem Satz. Zum Glück nicht so groß. Ist das richtig verstanden? Das Ding feuert bis da nach vorne, ne? Das ist okay. Ist groß. Sehr groß. Auf einer Skala von 1 bis groß. Ist es groß? Die Schwere groß. Wird es eigentlich auch von hinten dort ein Zombies bedient? Ja. Nein. Okay. Oh mein kleiner Schatz. Dann habt ihr eigentlich auch Artillerie? Gutes Gelingen. Feuer frei. Such den Ziel aus. Du bist es am besten. Oh, schön. Oh. Okay, ich glaube, das macht Bumm. Wollen wir es in Zeitlupe? Das sieht nach einem Fass aus. Warte mal. Das ist ein Fass. Was macht das Fass? Das Fass macht Bumm. Ja, okay. Der haut halt einfach raus. Hier. Ich denke, dass es am meisten Sinn macht, wenn du... Das Ding ist so groß, ne? Artillerie! Scheiße, voll daneben. Mega blöd. Könnt ihr mal kollektiv auf den hier ballern? Das fände ich voll fresh. Ja, dass die verdammte Krabbe mal stirbt. Dankeschön. Das nächste Mal immer noch mittreffen. Oh, sie hat aber eine gute Feuerrate, muss man schon sagen. Tja. Die ist voll witzig. Das hätte ich vorher machen müssen. Wäre besser gewesen. Diese Artillerie, die Mörser, die sind zum Niederknien mit der Queen Bess zusammen.
Sollte sie noch mehr Boom machen? Kann auch sein, dass es an den Grafikeinstellungen liegt, Zockerweibchen. Kann auch sein, Zockerweibchen, dass sie die Queen Bess geändert haben. Oder dass sie es wegen der, weil die Animation zu heftig war, dass sie das gedowngradet haben. Hounds, devour all! Gifts of plunder bring allegiance. Raise Angus. Wie viel? Ihr habt nunmehr eine stattliche Sammlung an Karten, Admiral. Ja, was will ich machen? Sag es mir. Weil sie zu OP war, du hast mal 2000 Kills mit ihr. Dann kann es sehr gut sein, dass sie die gedowngradet haben, weil sie gesagt haben, das Ding ist viel zu stark, dann müssen wir was ändern. Das wird das Naheliegendste sein, ja. Ich finde einfach, es sieht halt geil aus, wenn sie ballert. Das ist halt schon ganz cool. Jetzt müssen wir guten Tausender mehr kriegen, oder 650. Jetzt bist du sehr traurig. Oh. Sie ist trotzdem cool. What do you want? Nö, ohne Geld gibt's nichts. Wenn es von einem strategischen Vorteil wäre, würde ich ja sagen. Oh. Die Dunkelelfen. Böse sind sie. Ob hier nochmal eine City ist? Ich fände es töricht, wenn ich es nicht ganz kurz prüfen würde. Nur ganz kurz reingucken und dann gehen wir zum Imperium. Wir haben nämlich noch kein Schmuggellager, das ist ganz, ganz schlecht. Ihr tut mir leid, da müssen wir unbedingt vorbei und was machen gehen. Das kann es ja nicht sein. Ist ja unerhört. Müsste ich nicht eine Mission kriegen dafür? Hallo? Ah, die kann ich wegschmeißen. Dann schmeißen wir die weg. Ja, möglicherweise eine große Belohnung. Die hier unten sind ganz gut. Den da hinten lassen wir mal. Den schmeißen wir auch weg. Ja. Bringen wir neue. Hopp, hopp. So. I'm like,
Ja, guck, da ist eine Armee. Mit nichts als Müll drin. Noch eine Armee. Mit mehr als nur Müll drin. Na gut, dann nimm du das ein und ich nehme dich von hinten ein. Das klang falsch. Wisst ihr Bescheid? Gut, alles klar. Schleichend und langsam fahren wir zum Ziel. Schleichend und langsam. Fahren wir zum Ziel. Ja, ich werde auch die Chaos-Fraktion. Ja, muss mal gucken. Also ich will zuerst mal alle normalen durchspielen tatsächlich. Und dann gucken wir mal. Alle wollen sie wieder verreden nach dem Krieg. Ich soll dir was zahlen. Ganz froh sein, dass ich nichts verlange als Maul. Zwei Armeen, aber es ist viel Quatsch drin. Wenn er drei hat, wird's schwierig. Wenn er zwei behält, dann kriegen wir ihn. Ohne großes Problem. Ohne große Probleme. Nö, wenn dann hast du das Gefühl, dass ich dir noch Geld zahle. Hallo? Sag schon mal, geht's noch? Aufgabe abgeschlossen. Sorgt dafür, dass das Verwaltungsgebäude gebaut wird. Malstrunde macht. What? Rekrutiere die folgende Art von Einheit. Ja, da werde ich das nachher dann wohl machen müssen. Immer, das haben wir jetzt kurz. Dann stehen da halt vier drin. Ist eh scheißegal. Weil der hat eh noch ein Momentchen, bis er unten ankommt. Die zwei Runden können wir durch sieben. Mit 17 wird das schwierig. Was haben wir alles drin? Drei Kolosse. Müssen dann noch das eine oder andere rekrutieren, tatsächlich. Und noch drei Sprenger, das passt schon so. Am besten gehen wir jetzt mit auf Mörser. Rang bei der Rekrutierung Mörser. Unterhalt Mörser, Queen Bee. Das würde mir ein bisschen Geld einsparen, eigentlich. Geschossschaden. Queen Bess, Mörser. Munition für Mörser. Kanonade, Geschütz. Gedöns. Läuft. Wir kommen der Sache näher. So. Also ich wollte hier oben noch ganz kurz gucken. Schwarze Säule. Das ist es nicht. Das wird es nicht sein.
Deswegen fahren wir jetzt hier runter. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In etwa 10 Runden bin ich unten mit der. Und dann kann ich wieder was Neues machen. Das ist ganz gut. Wenn ich sie eh schon baue, dann bauen wir gerade ein paar schöne. Ich mache es dann einfach so, dass ich den anderen General oder Admiral hier rekrutiere und dann schiebe ich ihm die drei gleich rüber. Dann passt das doch. Wie weit ich schon bin mit der Kampagne? Im Prinzip habe ich noch nichts eingenommen. Wir haben nur geplündert, wie echte Piraten. Wir haben Schmuggellager erschaffen. Wir haben geforscht und so. Und jetzt kommt das erste, wo ich anfange von... Also ich lande hier einfach mit zwei Trupps, die eigentlich ganz gut ausgerüstet sind und fange an, mein Gebiet hier zu stationieren. An dem Punkt will ich mich niederlassen. In der Wüste. Weil die Wüste so schön ist. Super, steht wieder zum Dings. Ist das gut? Also, es ist jetzt so. Er greift das an. Er greift auch das hier an. Und ich greife von hinten seine Sachen an. Und dann haben wir Spaß. Du vermisst Rüdiger und seine Kinder. Rüdiger und seine Kinder haben aber auch tapfer gekämpft. Dank denen habe ich gewonnen. Ja, es gibt einen Helden, der Munition auffüllen kann, aber ich muss gestehen, meine Kämpfe dauern nicht so lange. Ha. Ich sterbe meistens vorher schon. Admiral of Clinkering, so, wir können es probieren. Wunderschön. Dann mache ich mich gemütlich und auf der Seite. Es ist so schön hier, ne? Seht ihr es? Wie ist hier Geld? Es sprudelt förmlich vor Geld. Sprudel. Und hier lasse ich mir jetzt die Leute. Ja, du musst halt ordentlich schippern. Das tut mir auch furchtbar leid, aber gehört halt dazu. Und ich glaube, wenn ich dann... Ich muss kurz gucken. Geh da rein. Da kann ich, glaube ich, rüber. Das ist alles Berge. Obwohl ich dann eh wieder 15 warten muss, dann kann ich auch hier nach unten und gucken, wem Barak Var gehört. Barak Var ist nämlich auch eine relativ große Stadt, die entweder von den Zwergen oder den Orks kontrolliert wird, je nachdem, wer dominant ist in dem Gebiet. Da haben wir es als eingenommen. Er probiert sein Reich zu erweitern. Die Chaos-Armee ist auf der anderen Seite, die ist hoch oben im Norden, die juckt mich nicht. Das ist wie bei den Gruftkönigen. Die Chaos-Armee hat mich da auch nicht gejuckt, weil die so weit weg war. What petty offerings. Wieder was. Oh, ein militärisches Bündnis.
Ja, mich macht er das jetzt wirklich kaputt, Trottel. Schatzkammer, rekrutieren die folgenden Art. Hier, okay. Bediene die Folgen durch Überfälle. 4000. Wo greift er was an? Ah, hier oben. Wo war ich? Hier wollte ich runter. Die bauen sich da was Schönes auf. Ends justify means. A tolerable shipmate. Noctilus. Moment. Auch hier können wir Geld rausholen, indem dass wir den einen das Angebot machen, Lord of die anzugreifen. Geld. All right. Ready the river. Och nee, nein. Oh Gott sei Dank. Okay, da steht aber schon ordentlich was drin. Dann wird es ja fast ein großes Sieg, bis du ganz oben bist. Wenn ich überhaupt hoch muss. Also, bei den Zwergen und auch bei den Vampirfürsten war es ja so, dass es hieß, zerstöre die, töte die. Was ja aber nicht geht, weil die einfach, oder fast nicht geht, weil die einfach die ganze Zeit neue Truppen kriegen. Bei den Gruftkönigen damals musste ich das nicht machen. Bei den Gruftkönigen war es einfach so, dass ich unten mein Reich erweitern konnte und dann hatte ich meinen kleinen Sieg. Und wenn du den kleinen Sieg hast, ist es nicht so wahnsinnig schwierig, auch noch an den großen Sieg ranzukommen. Schön auf die Distanzkämpfer. Ich wäre froh, wenn du die herbeizauberst. Und sie kosten mich so gut wie nichts. Sie sterben einfach relativ schnell. Aber sie kosten mich so gut wie nichts. Oh ja. Echt ein Schauspiel. Ein Traum. Was, wenn ich wieder Elf habe? Die Bogenschützen sind tot, ne? Wir konzentrieren uns darauf, die noch. Eine neue Welle des Todes rennt auf sie zu. Sie sind zur Verschwendung gedacht, das ist schön. Keine
kein einziger von mir stirbt. Niemand. Fleet Captain! Das ist uncool. Also. Von mir stirbt keiner. Naja. Verlust einen. Ich finde das so cool. Du kannst einfach die kannst einmal beschwören und dann schickst du sie nach vorne. Die töten einfach. Halten sie auf, halten sie hin. Super geil. Drin, wenn ich das nicht knacken kann, weiß ich auch. So. Sieht mir verdächtig menschlich aus, die Bauweise. Ach ja, ich habe ja hier eine Horde von. Schlag mich tot. Da war ja was. Mach das, Stimul, hau rein. Good luck, boys.
Kaffee, wahrscheinlich die Vampire. Ich denke, die Vampirfraktion hat mir am meisten Spaß gemacht. Obwohl das hier auch der absolute Hit ist. Einfach herrlich. Einfach herrlich. Ach, Zockerweibchen, mach dich nicht fertig wegen der Queen Base, meine Liebe. Alles gut. Ich finde sie trotzdem eine tolle, also es ist eine tolle Artillerie. Sie haut auch gut raus, das ist absolut kein Problem. Ganz entspannt bleiben, alles gut. Oh, es ist so schön, wie sie immer drauf schießen. Das ist diese. Ah, diese Schüsse. Nein, ich habe Mr. Krabs habe ich noch nicht. Prometheaner habe ich. Aber, also Leviathan, das ist eigentlich ein Leviathan, aber ich nenne ihn einfach witzigerweise Mr. Krabs. Mr. Krabs hat ganz gut was. Einfach gut. Es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. So herrlich. Schön. Da gönne ich mir einen Tee. Ja, die Kolosses legen wirklich einfach alles. Ausrauben. Dann hätte ich das gleich abgeschlossen, ne? Aber dann müsste ich es nochmal einsetzen. Kriegt ihr eigentlich auch ein bisschen Cash, wenn ihr was besetzt? Ne, es muss wirklich ein Ausrauben sein, also so ein Überfall. So, zwei Level noch, dann kriegt er seinen eigenen Koloss.
Über den hier. Ich verliere die noch. Mal schauen. Also, wir brauchen hier, wir müssen unbedingt auf dieses Geld gehen dann. Wir müssen aber auch unbedingt auf die öffentliche Ordnung gehen. Jetzt habe ich hier einen Hafen und kann das nicht. Empirische Korruption. Zerlegt die Armee auch so. Guck dir an, was ich hier alles beschwören ließe. Angenehm. Ah ja, stimmt. Hier müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir Wachstum ist äußerst wichtig. Ich darf den nicht vergessen. So. Ihm gehe ich hier runter. Ich weiß halt nicht, ob ich das packe. Das da. Aber dir gehen wir sicher hoch. Und da müssen wir irgendwie auch noch hin. Die Zwerge müssen wir auch noch auslöschen. Ich will das nicht. Das darf dann nicht alleine bleiben. Da müssen wir schon gucken, dass ihr das irgendwie... Hier steht nochmal eine ganz große Armee. Ob ich tauschen soll, ob der hier hin soll und mit dem dann gehe ich runter und verteidige hier, bis ich soweit bin. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Da. Ich denke, dass es ziemlich clever ist. Sehr schön. Irgendwie habe ich so den Eindruck, das macht gar keinen Unterschied hier von der Distanz, ne? Ah! Die sind gut, die brauchen wir eigentlich. Die Dicken mit dem Bum-Bum. Hat er Bogenschützen? Gerne einen einzigen Schützen. Dann kicken wir den noch kurz raus. Und bauen hier noch einen. Ich spreng mich weg, wenn du mich liebst. Ei.
Ist eh im Arsch hier. Captain, behalten Sie den Kurs bei. So. Also. Da können wir nochmal. Ich was machen. Die Deckwerfer sollen ja scheinbar gar nicht so schlecht sein. Fledermaus-Bombardierer sollen extrem gut sein. Deckwerfer. Bomber. Die Infanterie. Das können wir gerne ausprobieren. Irgendwo noch. Jetzt gehe ich voll ins Geschäft, ne? Wir haben jetzt lange, lange geschmuggelt. Jetzt handeln wir legal. Bisschen. Die meiste Zeit nicht. Aber wir können es besser kaschieren. Haben sie bestimmt auch genervt. Ich denke sicher, dass sie einiges angepasst haben, meine Liebe. Aber macht ihr da keinen Kopf? Ich habe Spaß an den Vampirküsten. Vampiren. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Warum schippst du Was schipperst du dahin? Das finde ich nicht so gut, das ist nicht so toll. Ja, willst du den Zauberinseln? Das finde ich nicht so toll. Warum greift er nicht einfach hier an? Warum machst du es schwierig? Warum so? Warum? Wir greifen ihn an, bevor er was Böses tun kann. Time for battle. Time to feed. Gepnils Barbarossa. Nexos Barbarossa. Dein Lieblinge sind die Waldelfen, weil die Bogenschützen lächerlich sind. Also ich weiß, was du sagen willst. Das ist gut. Das ist gut. So, er hat nichts auf Distanz. Ich habe was auf Distanz. Also nichts auf weite Distanz, meinte ich damit, Entschuldigung. Das müssen wir schon noch spezifizieren. Habt ihr die Dicken schon mal gesehen hier? Guckt euch den mal an hier. Ja. Das lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Kann sich jeder selber denken, was er will. Dazu. Have fun. Okay, die Kavallerie bereitet mir etwas Sorge. Tatsächlich. Was meinst du? Kann ich die Kavallerie einfach so flotti parotti? Bum bum.
Ja, sehr schön. Und wenn du da jetzt noch sauber reinspringst, bin ich schon der glücklichste Mann im Meeresraum. Renn und spring. Boom. Geht doch. Schöne Sache. Dann halt auf die. Viel Spaß. Und tschüss. Das ist so eine geile Animation, ganz ehrlich. Das haben sie einfach echt gut hingekriegt. Oh ne, das ist nicht so cool. Namengeschütze. Wassermarsch! Sehr schön, einfach drauf hier. Aber du darfst dich um die kümmern, weil die Distanz ist ein bisschen heiß. Einfach weil sie es können. Einfach weil sie es können. Werde ich verlieren. Schade um die Erfahrungspunkte. Aber dafür sind sie ja da. Es dürfen nicht außen rum. Ah.
Sie sind leider abgekratzt. Schade. Aber die komplette Armee ist tot und ich konnte beide Städte schützen. Und jetzt kann ich mit meiner Hauptarmee runter. Und das hier war noch nicht mal die gute Armee. Das hier ist meine frisch aufgebaute Armee. Gut, ich hab den Koloss vom einen hier reingestellt. Also alle, die hoch waren, sind hier drin. Das macht was aus. Guckt euch an, was die hier weggeschossen haben, die Mörser. Krieg keinen wiederbelebt. Oh, ich habe eine Rüstung gekriegt. Hihi. Diplomatische Beziehung mit Gruftkönigin. Ja, ist klar. Admiral of the Fleet. Land ahoy! This one's path is not yet clear. Sehr schön, so. Jetzt können wir noch Tote beschwören. Count Noctilus Reigns. My axe thirsts for war. This is forbidden. There is a Necrosphinx in this in the city. And the Titan. Death begets death. Zwei Runden, eine Runde. Rambok der Vampirküste. Wipe them out! All of them! Eine Sphinx und ein Titan sind drin. Also hier kommen wir so schnell nicht. Die Kante ist etwas böse. Wir können probieren, so von der Kante zu kommen, außer die. Ne, das geht. Wenn wir so. Müsste eigentlich gehen. Der dürfte nicht treffen. Ich glaube nicht, dass der doppelseitig schießt. Nur so oder so. Die Kante ist am anfälligsten. Vier, fünf. Hier sind meine drei. Hier sind meine zwei. Hier die eins. Oder? Scheiße, die können auf beide Seiten schießen. Na gut. Wow. Und dann sind es noch die bösen Türme. Das wird heftig. Schieß die möglichst schnell klein. Jetzt habe ich mich in eine schlechte Lage manövriert. Das war nicht clever von mir.
devour me. You serve me. To me. Warum bewegt ihr euch nicht? Der hat gut gesessen. Sehr schön. Tut ihm bitte einen Gefallen und tötet diese scheiß Gruftwachen, weil das... So. Jetzt sonst eine Katastrophe. Nein, warum geht ihr runter? Den Befehl habe ich euch nicht erteilt. Muss ich das jetzt in aller Ernst manuell machen? Mein Befehl war ganz klar, steht also die fucking Mauer. Nichts anderes tut das. Alter Scheiße, Mauer. Weißt du was, machen wir einen Platz frei da. Wir schießen das Scheiße wieder auf. Da drauf. Schön fest da drauf. Viel Spaß.
Das war nicht mein Befehl, ihr habt da oben hinzustehen. Was ist so schwer daran zu verstehen, hier hochzuklettern und dann oben drauf zu stehen? Das verstehe ich nicht. Das ist bei Gott keine Herkulesaufgabe. Dass es geht. Sehr schön. Ich sehe sie schon wieder runterlaufen. Ich krieg gleich Schübe. Christoph, dankeschön. Für ein ganzes Jahr, Mann. Vielen lieben Dank. Danke dir. So, die werden gleich hingerichtet. Die kommen nirgendwo hin. Zeig ich doch. Wenn ich sie auf den Mauern hätte platzieren können, hier oben, hätte es schon viel besser ausgesehen. Aus irgendeinem Grund konnte ich sie nicht auf den Mauern platzieren. Totaler Quatsch. Totaler Quatsch.
ich Glück habe, muss ich den Titan gar nicht mehr bekämpfen. Wenn der General stirbt, bevor was andere Sache ist, hat sich das erledigt. Und die Ushabti, die mag ich eigentlich auch nicht noch bekämpfen, das ist noch ein bisschen viel. Er hat eigentlich ein mega... Ja, holy crap. Habt ihr es gesehen, die Lebenspunkte? Er ist total auf Schaden ausgerichtet. Ich lasse die stehen, falls er kommt. Weil die hier packen den ohne Probleme. Und wenn er tot ist, müsste er... Ja, genau. Das war meine... Ein bisschen meine Sorge, dass das noch passieren könnte. Die Ushabti sind nämlich unglaublich stark gegen große Feinde. Das ist das Kernproblem. Ich schicke ihn mal kurz zurück, ich mag nicht, dass er stirbt. Zu spät sein bist du, Rhea. Bist du da unten bist? Es war trotzdem keine einfache Sache. Aber unter dem Strich hat es funktioniert, das ist gut. Tja, das ist eine Hauptzielung, die ist jetzt weggebrochen. Wow, aber das machen wir nicht, weil die ist, ja, eben, die ist schon so gut wie fertig. Und das wäre total bescheuert, wenn wir das täten. So. Cool. Drin. Also, das Ding haben wir fast schon ganz oben, das ist super geil. Ja. Wir brauchen vampirische Korruption. Zwar ganz dringend. Und dann später noch die öffentliche Ordnung. Und das reicht dann auch schon. Für die zwei. So.
Stream, YouTube. Ist es noch spannend? Macht es noch Spaß zuzugucken? Lebt ihr noch? Gebt mal Mucks von euch. Ich hab Spaß, ich genieße das sehr. Das ist so ein todesentspannendes Spiel. Ich hoffe, dass es euch auch so geht. Das freut mich sehr zu hören. Zuckerweibchen, danke schön. Gut. The Galleon's Graveyard only offers death to your kind. Frieden, 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 du bezahlst mehr. Oh ja, supi. Letzter Kampf war cool, ja. Ja, es geht jetzt ein bisschen zur Sache. Am Anfang hat sich so ein bisschen gezogen halt, weil schon... ich weiß nicht, ich fand das eigentlich eine gute Idee, das Ganze aufzubauen. Um zu sagen, so machen wir das jetzt, dass wir einen guten Start haben. Und es hat gut funktioniert mit den Schmugglerbasen und unseren Generalen mal so ein bisschen nach oben zu treiben. Ich fand's nicht übel, tatsächlich. Sichtfeld, ja, mein Chef hat das halt alles.